Ja, was ist denn da los, sagt der DJ Nick. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zur zweiten Folge von Manor Lords. Wir haben beim letzten Mal unser Dorf München, unsere Region sozusagen, in Gang gebracht und unsere ersten Dinge gebaut. Zum Beispiel einen Marktplatz haben wir bestimmt und unsere Arbeiter arbeiten hier ganz fleißig an unserem Fehlerlager, das man ja natürlich auch ganz wichtig braucht, denn Holz ist der Baustoff und der Traum allen dessen, was wir brauchen. Und ja, jetzt geht es einfach weiter. Ich lasse wieder laufen, weil wir ganz entspannt sind. Jetzt stehen ja die alle deppert rum und da sagt man ja, wieso macht es ihr nichts? Die warten auf den nächsten Baumstamm. Ja. Die warten hier auf unseren Feit, der sie mit einem weiteren Baumstamm versorgt. Hier haben wir noch Vorräte, 14 Stück. Und dann ist zu Ende und dann müssen wir schon unsere eigenen Baumstämme produzieren. Und ja, man kann natürlich immer wieder schneller schalten jetzt am Anfang. Aber wir sind entspannt. Ne? Slow Play ist ja angesagt. Stattdessen werden wir uns mal Gedanken machen, wo wir unsere ersten Häuser hinsetzen. Also hier haben wir den Marktplatz, das soll später mal eben die Mitte unseres Dorfes darstellen. Und ich hätte jetzt gesagt, hier oben wollte ich eigentlich irgendwie die Kirche eben herbauen. Das Steinvorkommen hier, das werden wir dann nochmal abbauen. Wenn es nämlich komplett abgebaut ist, verschwindet ist, und dann können wir hier auch noch was hinbauen. Und hier hat man dann die Bären, den können wir da unten irgendwie ansehen. Den brauchen wir natürlich auch, unsere wilden Tiere. Wir brauchen natürlich Nahrung, die wir anbieten müssen. Und in diesem Zusammenhang können wir ganz kurz mal auf diese Zufriedenheit kommen. Die Zufriedenheit steuert das Gesamtbevölkerungswachstum und die Moral der in dieser Siedlung aufgestellten Miliz. Jetzt ist es folgendermaßen. Wenn wir Familien bekommen, wir einmal im Jahr bekommen wir, glaube ich, eine neue Familie dazu. Das bekommen wir aber nur, wenn die Zufriedenheit 50% und höher ist. Und natürlich brauchen wir die Familien. Anders kann man keine Familien generieren. Also im Moment müssen wir mit diesen 5 Familien zurechtkommen. Und wie wir sehen, ist jetzt unser erstes Gebäude fertig. Das ist natürlich total cool, unser Holzfällergebäude. Jetzt schauen wir uns jetzt mal an. Ja, da haben die einen Zaun gezogen und Holzfällerlager. So, und im Moment, genau, ich wurde keine Familie zugewiesen. Im Moment macht niemand was in diesem Holzfällerlager. Die machen nämlich nur was, wenn wir jetzt eine Familie zuweisen. Und wir könnten sogar diesem Holzfällerlager einen eigenen Ochsen zuweisen. Haben wir noch keinen. Aber auch das kann man sich sogar überlegen, spezifisch. So, was haben wir denn für eine Nachricht? Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur meine Rechte, meine Ehre gegen jene zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleugnungen zu glauben, die manch einer über mich verbreiten sein. Okay, alles klar. Das, glaube ich, geht noch nicht mit dieser Kompensation. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das ist noch nicht komplett implementiert. Deswegen mache ich jetzt einfach beenden und sage, ja, passt schon. Wir wollen mal nichts von dir, solange du auch nichts von uns willst. So, und jetzt, damit die jetzt auch nicht untätig sind, mache ich mal ganz kurz Pause noch, damit wir uns ein bisschen orientieren können, weil wir müssen natürlich schon das nächste bauen. Und ich würde schon sagen, dass wir jetzt erst einmal anfangen, weil jetzt ist die Zufriedenheit so gesunken, dass wir jetzt unsere ersten Häuser erst einmal bauen. Und dafür würde ich jetzt sagen, fangen wir hier jetzt einmal an. Wir bauen hier, schau jetzt einmal. Die Häuser, ja, ich bin noch nicht so ganz fit mit den Menüs. An. Machen wir das, bauen wir die so oder so, nicht so. Nein, ja, achso, das ist ein bisschen zu klein wahrscheinlich. Jetzt baut ihr da Städten 2, also das ist Wohnhaus mit einer Hofstadt dahinter, allerdings ohne extra Gebäude. Ich denke, das klingt jetzt erst einmal für den Anfang. Das bauen wir jetzt und dann bauen die da jetzt einmal 2 Häuser hin. Vorräte haben wir noch. Wir müssen also dem Holzfällerlager noch keinen zuteilen. Wir wollen lieber, dass die ganzen Familien jetzt mal erst zum Bauen. So, ihr Leute. Also, macht euch mal auf. Ach so, muss zuerst einmal der Feit ran. Ich weiß nicht, warum er jetzt noch. Ach so, bringt der. Ach, der bringt die Holzstämme jetzt ins Holzfällerlager, oder wie? Okay. Ja, ist natürlich ein Schmarrn, Feit. Du solltest eigentlich lieber hier
rumbauen. Hier unsere ersten Häuser bauen. Und dann würde ich sogar sagen, und jetzt ist jetzt die Frage, wo bauen wir die nächsten Häuser hin? Vielleicht tatsächlich doch hier, ja. Und jetzt geht es eben los. Ungeschützte Waren, genau. Wir brauchen also zwei Lager, müssen wir auch noch bauen. Hier unten vielleicht zwei Häuser hin. Also es wird natürlich Sinn machen, wenn man Lager neben dem Marktplatz baut. So war das früher, glaube ich, auch. Schauen wir mal. Sind die Sammler, die bauen wir dann auch. Das Fellerlager, wie schaut es aus mit der Nahrung? Brot 39, okay, Nahrung geht noch. Haben wir erst ein Brot verbraucht. Bauernhaus. Schafzug, das brauchen wir noch nicht. Logistik, das habe ich gesucht. Packstation brauchen wir nicht, Lagerhaus. Einen Speicher und ein Lagerhaus brauchen wir. Unbedingt. Die sammeln Lebensmittel und die sammeln eben alles andere. Und das ist jetzt mal wichtig. Die könnte man eigentlich beide hier vielleicht nebeneinander herstellen. Machen wir auch. Und dann können wir hier noch genau die Straße ein bisschen danach verlängern. Die nächsten Häuser würde ich dann eventuell hier bauen. So, wunderbar. Also, die fangen an hier. Die ersten Wohnstätten zu bauen. Ist es nicht cool? Dann schauen wir einmal zu. Okay, die bauen also. Naja, verstehe. Ein bisschen Stein brauchen die auch. Verbrauchen die dann den Stein anscheinend? Ist es nicht cool? Jetzt können wir es nicht weitermachen, weil alle auf den lieben Feind warten. Der jetzt hoffentlich nicht wieder. Ah Mann, der bringt jetzt wahrscheinlich. Na, da kommt er. Okay, gut. Feind, du musst ein bisschen schicker. Und dann irgendwann bringen die diese Vorräte, wenn die nicht gebraucht werden, dann eben in die Lager. Jetzt ist halt die Frage, ob es Sinn macht, dass wir vielleicht, wir hätten tatsächlich 100 Regionsvermögen, ob es nicht Sinn macht, dass wir an diesem Anbindebalken, das weiß ich nicht, man kann doch da, ich weiß nicht genau, wie viel man hier weit, also hier kann man doch noch einen zweiten Ochsen etablieren, oder? Wer führt denn den Ochsen? Peter. Peter ist es. Aber ist der Peter in einer Familie? Das ist leider ein bisschen das Problem, das in dem Spiel noch abgeht. Es gibt leider nicht so, ja, wie soll ich sagen, klingt so schnöd, aber Tabellen und so weiter, wo man wirklich kontrollieren kann, wie schauen unsere Familien aus, wer lebt wo, wie sind diese Familien jetzt zusammengestellt. Peter nicht zu, führt einen Ochsen, ja, das ist natürlich super. Ist der Peter einer von diesen fünf Familien? Wahrscheinlich schon, oder? Jawohl, und unser erstes Haus ist fertig. Obdachlose besiedeln Höfe. Wenn die Zufriedenheit hoch genug ist, werden auch neue Familien angezogen. Familien benötigen aber mehr als nur eine Unterkunft, um glücklich zu sein. Klick auf das Gebäude, um über die Bedürfnisse der Bewohner zu betrachten. Ja. Macht Sinn. Also hier haben wir unsere erste Wohnstätte und hier sehen wir, was die eigentlich alles wollen. Und was wir natürlich jetzt auch ganz dringend brauchen, habe ich total vergessen. Hier kann man dann eben entsprechende Erweiterungen nur einrichten, um wiederum das Angebot auf dem Markt zu erweitern, um wiederum die Zufriedenheit zu befriedigen. Aber als erstes, wir sehen es ja schon, Obdach ist das Allerwichtigste.
Und die Familie hat jetzt auch Zuwachs bekommen. Jetzt sind die nämlich zu dritt. Und was man jetzt als nächstes unbedingt da braucht, ist ein Brunnen. Den hätte ich beinahe vergessen. Und wenn wir hier jetzt unsere nächsten, hier würde ich gerne die nächsten Häuser noch herbauen, dann hätte ich auf alle Fälle gesagt, dass wir hier jetzt noch einen Brunnen bauen. Das ist auch sehr wichtig, logischerweise. Ne, Brennholzhütte brauchen wir auch, aber brauchen, bauen wir noch nicht. Den Brunnen. Da ist er. Wir den zentral hierher, oder? Passt er nicht her? Den stellen wir zentral hierher. Und jetzt haben die Möglichkeit, jetzt haben die wirklich genug im Moment zum Bauen. Wie viel Material haben wir denn noch? 5 Bauholz haben wir noch. Ja. Das heißt also, wir werden jetzt hier unserem Holzfällerlager eine Familie zuweisen und dann fangen die eben an, Holz zu schlagen und Bauholz herzustellen. Super. Und die sind fleißig dabei, ein neues Haus zu bauen. Ist es nicht toll? Das schaut ja super aus. Und hier hinten haben wir eben jetzt die Möglichkeit, bei solchen Wohnstätten eben, wenn wir das vorher so angelegt haben, Erweiterungen für den Hinterhof zu errichten. Zum Beispiel einen Gemüsegarten und dann wiederum, oder einen Hühnerstall, um dann wiederum mehr Auswahl auf den Markt zu haben, mehr Essensauswahl, was die Leute eben wieder befriedigt. Habe ich vorher, glaube ich, schon mal gesagt, gell? Man muss nicht immer diese Häuser eben mit der Hofstätte hinten zu bauen. Man kann auch normale Häuser bauen. So viele Hofstätten gibt es ja eigentlich gar nicht. Man sieht jetzt hier, naja, doch 4, 8, 9, 10, 11, 12. Also das heißt, wir bräuchten mindestens 12 Häuser dann, die hinten eine Hofstatt dran haben. Die muss man aber jetzt nicht unbedingt bauen. Ich würde aber trotzdem jetzt sagen, dass wir hier nochmal 2 Häuser dann einmal planen. Die würde ich jetzt ganz gern hier herstellen. Jetzt den Brunnen aus. Und das Haus ist jetzt auch gleich fertig. Sehr schön. Und wir schauen mal, ist die Familie jetzt schon unten angekommen bei den Holzfällern? Jo, da läuft er schon rum. Haben wir die, hier fällt einen Baum. Da haben wir die drei, die hier da wohnen. Vater, Mutter, Bub. Gehen wir davon aus. Und fällen eigentlich rundrum diese Bäume, was sie noch machen können. Man kann denen ja den Arbeitsbereich ein bisschen zuweisen. So, wie schaut es denn eigentlich aus mit Nahrung? 36 Brot ist noch okay. Auch darum müssen wir uns dann kümmern. Wird aber trotzdem jetzt mal sagen, die beiden haben wir schon gemacht, die beiden Lager sind schon geplant, dass wir jetzt tatsächlich hier, jawohl. Ein neues Haus ist entstanden und jetzt bauen wir gleich nochmal 2 Häuser. Und zwar würde ich die ganz gern eben bauen. Man kann die auch größer bauen. Kann ich das einmal sagen, wenn man die jetzt ein bisschen größer baut? Hm, okay. Achso, das ging jetzt nicht, weil man da 2 Punkte hat. Kann die also jetzt größer bauen zum Beispiel. Dann können die auch noch so einen, haben die auch noch so einen Anbau. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich im Moment nicht genau weiß, für was die diesen Anbau benutzen. Aber ich würde es jetzt erst einmal so lassen, dass man auf alle Fälle eben noch benutzen kann. Und so gefällt mir das ganz gut.
Und dann brauchen wir eben nochmal zwei, damit wir fünf Familien untergebracht haben, plus eine Familie, die wir ja wollen, dass sie noch dazukommen, vielleicht hierher. Aber so ein zweiter Ochse wäre natürlich schon super, gell? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht genau, ob das zu clever ist. Ich meine, wir haben, wie viel haben wir denn? 100 Legionsvermögen haben wir. Kann zum Import verwendet werden oder wie auf Steuergesetz in die Schatzkammer übertragen werden. Es vermehrt sich nur durch den Handel. Wir müssen also sorgfältig damit umgehen. Ich weiß nicht genau, wie viel auf so einem Anbindebalken eben wir da Ochsen. Ich traue mir das jetzt einfach einmal und würde sagen, dass wir hier tatsächlich noch einen Ochsen bestellen. Haben wir noch 80? Das müsste eigentlich, damit muss man eigentlich klarkommen. So, und dann bauen die jetzt hier erst einmal den Speicher ins Lagerhaus. Das ist nämlich mal das Wichtigste, damit alles untergebracht ist. Im Moment haben wir noch kein Problem gehabt mit dem Wetter, aber das kommt ganz, ganz schnell gehen. Und Sachen zu verlieren wäre immer recht ärgerlich. Die Gebäude übrigens, Hofstätte, man sieht ja hier, haben also verschiedene Stufen. Im Moment, glaube ich, geht es bis Stufe 3. Stufe 4 soll dann irgendwann noch dazukommen. Ab Stufe 3 sind es dann so richtig gescheite Stadthäuser. Und es soll noch ein bisschen besser werden. So, jetzt haben alle zum Beispiel schon mal einen Wasserzugang. Na, was haben die da? Ja, immer noch die Obdachlosigkeit, was die ein bisschen bemängeln. Deswegen müssen wir jetzt wirklich noch schnell. Noch brauchen wir nur zwei Häuser. Wobei wir die eigentlich wirklich hierher bauen könnten. Das ist überhaupt gar kein Grund. Da haben wir noch genug Möglichkeiten, hier noch andere Sachen zu bauen. Wenn wir hier die Kirche zum Beispiel bauen. Ein Wirtshaus müssen wir vielleicht später noch bauen. Das kann man dann da herstellen. Hier die Kirche. Hier das Wirtshaus. Ja, dann hätte ich tatsächlich gesagt, dass wir jetzt noch die letzten beiden Häuser tatsächlich hierher. Oder wir machen es folgendermaßen, wir bauen jetzt hier mit dem Weg hier noch weiter. Wir haben nicht genau Bauzeug. Jawohl. Haben wir schon das Problem. Errichte weitere Anbindebalken oder baue einen Stall aus, damit kein Vieh davonläuft. Nein. Okay, wir können also tatsächlich. Ah, wir brauchen also. Jeder Anbindebalken kann nur einen. Stellplatz für Hardarbeit und Ochsenfleisch, wenn die Tiere nicht ausreichend Platz haben, laufen sie möglicherweise davon. Ah, Mann. Okay. Dann brauchen wir ganz schnell noch eine zweite Anbindestation. Wo haben wir denn die? Na, hier. Anbindebalken. Mein Fehler. Die tatsächlich. Ja, den können wir aber eigentlich da hinstellen. Kann ich hier so ein bisschen unsere Stallungen sein. Da können wir hier, bauen wir jetzt auch da her. Der kriegt natürlich jetzt hohe Priorität, damit die den gleich bauen, also als nächstes bauen. Der fängt da gleich an, der Titz. Wunderbar.
Könnte ganz kurz mit dem Lager, mit dem Speicher Pause machen. Danke. Jetzt hat man einfach, mache ich jetzt einmal noch, dass man hier also Wegen erbauen. Neue Söldnerkompanie. Ja, da kümmern wir uns mal später drum. Wenn wir schauen. Neue Milizeinheit, ja, das ist, machen wir jetzt noch nicht. Söldner kann man eben anheuern. Das geht alles sehr gemächlich, gell? Ist es nicht schön? Ist es nicht toll? Schaut's denn hier aus? Wurde nichts eingelagert, ja, weil die natürlich die Ochse, der Feind den immer gleich direkt sucht und direkt hier abholt, wenn da was bereit liegt. Deswegen wird hier vorerst mal noch nichts eingelagert. Er holt es aber direkt vom Holzfällerlager und nimmt es nicht von den Vorräten. Die Vorräte werden dann irgendwann einmal, wenn jetzt unsere Lager fertig sind, dann direkt hier in den Speicher eingelagert und dann liegt es alles sicher. Jetzt haben wir zum Beispiel das Problem, dass Regnen anfängt. Es kann natürlich sein, dass unsere Vorräte dann kaputt gehen. Wo haben wir mir die Essensvorräte? Hier. Ja, das wird echt Zeit, dass die das einlagern. Wichtig. Jungs, was baut ihr denn jetzt gerade? Meine Damen und Herren, wo seid ihr gerade am Bauen? Achso, ihr werkelt da noch rum. Am Speicher. Nee, ihr werkelt nicht rum, weil jeder natürlich wartet, dass unser Byte, wo auch immer er gerade ist. Ich finde leider auch ein bisschen schade, dass man. Ah ja, okay, jetzt ist zum Beispiel hier schon. Der müsste doch jetzt hier einen Balken hergestellt haben, oder? Und das kostet nur einen Balken. Also müssten die beiden jetzt hier anfangen, den noch fertig zu bauen. Jawohl. Immerhin haben wir vier Familien, die wirklich werkeln jetzt noch. Und dann sollte doch das jetzt eigentlich recht zackig gehen. Jetzt warten wir mal. Ich glaube, dass das mit dem, der kommt irgendwie, der hat wahrscheinlich eine wahnsinnig lange Anreise mit diesem Ochsen, weil die kommen dann von diesen Handelspunkten, den Ochsen, die wir jetzt gekauft haben. Also müssen wir einfach nur darauf warten, dass der irgendwann einmal da ist. Jetzt hätten wir hier auch die Bärenbüsche, die wären voll und auch die Tiere sind voll, dass wir mal anfangen, eben auch unsere ersten Bären. März, April, naja gut, wir haben immer noch Zeit, dass die über den Sommer dann eben abgebaut werden. Aber man muss jetzt ein bisschen Zeit lassen, dass die erst einmal jetzt eins am anderen bauen. Jetzt sollten die eigentlich hier weiter am Speicher bauen. Das ist mir wichtig, weil hier können wir dann praktisch mal das Zeug einliefern. Da sind sie jetzt eh gleich fertig. Schaut total cool aus. Und jetzt sagt man bitte nicht, ich warte wieder auf Holz. Ungeschützte Vorräte werden durchnässt. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ihr solltet jetzt nicht anfangen, hier zu planieren. Könnt ihr bitte den Speicher noch fertig machen? Da kommt er ja. Endlich. Mann, Veit, wir warten schon alle sehnsüchtig auf dich. Ist es nicht toll? Ist es nicht toll? Wir haben doch wie viel? Vier Familien am Werkeln.
Schaut es eigentlich aus mit Bauholz? Ja, das sammelt sich jetzt langsam an. Er baut jetzt den Speicher final fertig. Okay. Und irgendwann, ich glaube, dass der hat der Steine geholt. Und sei. Jawohl. So, jetzt ist schon mal der Speicher fertig. Super. Verfügt war in 15 Tagen. Okay. Ist der Ochse denn jetzt gekommen? Das weiß ich jetzt leider nicht. Stallfläche, also Stellplätze für eure hart arbeitenden Ochsenpferde. Wenn die Tiere nicht ausreichend Platz haben, laufen sie möglicherweise davon. Okay, 1 von 1 ist belegt, 1 von 1 ist belegt. Also warten wir mal drauf, dass der zweite Ochse kommt. Vielleicht ist er schon im Anflug. Und die warten mal wieder aufs Holz. Ja, also, es ist wirklich spannend, aber man muss Geduld haben. Genau das Richtige für Slowplay. Dann müssen wir die Nahrung machen und so weiter und so weiter. Also, wenn wir mehr Holzlager brauchen oder mehr Holz ansammeln müssten, müssen wir nur eine zweite Familie reinsetzen. 9 Bauholz steigt aber an. Das ist also wunderbar. Wenn wir dann 5 Städten haben, verschwindet auch dieses Obdachlosen-Ding und irgendjemand muss sich dann auch um die Vorräte kümmern. Die werden dann ins Lager eingelagert. Also, es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Und der Fight bleibt wieder zum Holzfällerlager. Genau. Wir brauchen einen zweiten Ochsen. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt würde ich tatsächlich ausnahmsweise mal ein bisschen auf schneller schalten, dass es ein bisschen schneller geht. So, wunderbar, das Lagerhaus ist auch fertig. Und jetzt werkeln die weiter an den Wohnhäusern. Ah, schaut mal, wer da kommt. Der Thoman kommt mit unserem nächsten Ochsen. Na also, das ist doch super. Jetzt endlich, tut sie mal was. Und dann teilen wir jetzt mal dem Lagerhaus eine Familie zu. Dann haben wir nur noch 3. Die frei sind und werkeln, weil dann müsste diese Familie jetzt anfangen, diese ganzen Waren, die hier oben sind, einmal einzulagern. So, und wir haben jetzt 2 Ochsen. Sehr schön. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, fängt der Tom an, hat jetzt der das genommen, das würde mich jetzt interessieren, zum Schluss dieser Sendung. Bringt er den ins Lager oder bringt er den zum Hausbau? Der bringt den zum Hausbau, hat den aber direkt jetzt tatsächlich von hier von unseren Vorräten genommen. Das ist schon mal ganz gut. Ja.
Dann machen wir wieder auf normale Geschwindigkeit und ich denke, das war's für diese Sendung. Ich habe das eh gerade gespeichert, das passt ganz gut. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Ochsen, das ist natürlich super. Und jetzt müssen wir im Anfang erst einmal diese Obdachlosigkeit noch wegzubringen und dann schauen wir mal, ob dann die Zufriedenheit steigt und dann müssen wir uns ums Essen kümmern. Wir haben nur noch 31 Brot, dann kommt eben Fleisch dazu, eventuell Gemüse dazu. Beeren können wir sammeln, also es gibt einiges, eventuell einen Hühnerstall, dann können wir auch Eier sammeln. Und jetzt haben wir auch auf dem Marktplatz unseren ersten Stand, nämlich den Brennholzstand. Haben wir überhaupt schon Brennholzmacher? Nee, haben wir noch gar nicht. Wäre dann die nächste Aufgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt in dieser Folge, in der zweiten Folge. Und ja, wie letztes Mal schon gesagt, ich versuche immer so zwei, dreimal die Woche, wie immer, wie ihr das kennt, auf Kanal 4000. Mehr schaffe ich leider aus Zeitgründen nicht. Und dann geht es weiter mit Manor Lords. Ich bin gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Bleibt gesund. Servus. Viel Zeich.